Vor dem Europaparlament hat der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, die jüngsten Angriffe der Türkei auf die Niederlande und Deutschland verurteilt. Gleichzeitig drohte Juncker der Türkei. Ihr Verhalten sei mit dem eines Landes, das EU-Mitglied werden möchte, unvereinbar. I was scandalized by what was said. Für mich ist es skandalös, was von der Türkei über die Niederlande, Deutschland und andere gesagt wird. Ich werde diese Nazi-Vergleiche niemals akzeptieren. Dies ist völlig inakzeptabel. Und wer so etwas macht, entfernt sich von Europa und versucht nicht, EU-Mitglied zu werden. Nicht die EU will der Türkei beitreten, sondern die Türkei der EU. Trying to enter the European Union. The European Union is not joining Turkey. Turkey is joining the European Union. Der türkische Europaminister Ömer Çelik stellte jetzt das Flüchtlingsabkommen in Frage. Es werde immer klarer, dass die EU ihren Teil des Versprechens, die Visafreiheit, nicht einhalte. Wenn Sie sorgfältig hinschauen, dann sehen Sie, dass die EU immer davon redet, beim Terrorismus und der Migrantenkrise zusammenzuarbeiten. Andere Fragen versuchen Sie zu vermeiden. Wenn wir uns ansehen, welche Verpflichtungen die EU einhalten müsste, dann sehe ich keinen Grund, dass sich die Türkei noch an das Flüchtlingsabkommen hält. Es sieht vor, dass die Türkei alle auf den griechischen Inseln aufgegriffenen Migranten zurücknimmt. Für jeden Abgeschobenen will die EU einen syrischen Flüchtling aufnehmen. Außerdem bot sie 6 Milliarden Euro Flüchtlingshilfe und Visafreiheit an.